Und damit sei gegrüßt, mein Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelung, zu einem neuen Party Human for Flat. Und ich habe schon drauf geklickt, hier haben wir ein extra Dream. Ich habe ein Level namens Golf. Silver ist Golf. Und das ist jetzt bei Human for Flat ein neues. Naja, ein neues Standardlevel. Es gibt ja immer bei Human for Flat diese Standardlevel, da ist die Ritterburg drin, da ist die Mansion drin, die große Mansion, da ist das Team-Level drin und so weiter. Haben wir alles schon durchgespielt. Auch die Workshop-Level haben wir alles schon durchgespielt. Und hier gibt's das Golf-Level jetzt. Das ist jetzt mit dem Factory Level ist das Factory Level aber auch schon mal gespielt, als es noch im Steam Workshop als nicht extra Dream war. Und noch eins hier, das Therme Level, das haben wir auch schon mal im Steam gespielt. Das gab es auch mal. Das gibt es auch jetzt als extra Dream. Drei extra Dreams, extra Special, drei extra Standard Level gibt es jetzt hier und das ist das dritte davon. Ich schaue mal gerade, ob ich in die Options gehen kann und mal das Audio hier ein bisschen Musik anmachen kann. Falls vorhanden. Hier kommen welche. Also, sehr gut. Können wir ein bisschen Musik anmachen. Schadet, glaube ich, nicht. Ich meine, wenn ich das mit anderen Leuten zusammenspiele, ist die Musik schon ein bisschen lästig, aber jetzt hier, wenn ich das alleine spiele und ich habe einen Golfschläger, ganz lustig, das kann man zu viert spielen, das Spiel, wie ihr seht, vier Golfschläger, dann hat man hier Golfschläger und kann hier, naja, also wirklich richtig Golf spielen kann man da nicht, aber dafür ist es auch nicht gedacht. Den Golfball muss man da reinkriegen. Versuchen wir mal hier, das doch zu transportieren. Wenn ich mit dem Golfschläger dann mit uns selbst. Und dann passiert hier Folgendes. Den Schläger können wir mitnehmen, müssen wir nicht. Können wir machen. Die Windmühle auf. So, Golfschläger. Da können wir hier unten durch. Geht's ja weiter. Zum nächsten Teil der Map. Und hier haben wir den Knopf. Der katapultiert uns hier rüber. Oha! Sind wir da drunter gefallen. Ja. Haben den Schläger verloren. Ich kenne das Spiel tatsächlich schon. Also das Spiel kenne ich sowieso schon, das haben wir schon viel zu häufig gespielt. Ich habe viel zu häufig mit dem 4-5. Spot eine gemeinsame Aufnahme aufgenommen, heute alleine hier. Weil auch gerade noch, ich habe gerade eine Internetstörung, ich kann sowieso nicht online aufnehmen. Ist hier gerade im Offline-Modus, wird gerade im Offline-Modus gespielt und dann können wir hier sowieso nur, können wir nichts anderes machen. Oh, da sind Leute einbetoniert. Seht ihr das? Und Charaktere stecken da an der Wand. Ich hoffe, das passiert nicht uns auch noch. Oha, okay. Menschliche Kanonenkugel gewesen oder was? Oh wei, hätten wir dran gekonnt. Na, aber was hätte es uns gebracht? Ich glaube, wir gehen da besser durch das Tor durch. Theoretisch kann man da auch lang schwingen. Ach, wir werden da von dem Golfschläger. Ah, sehr gut. Wir werden von dem Golfschläger gekickt. Geschlagen. Dann geht's hier weiter durchs Loch. Durch das Tor. Ja, mit der Lampe hätten wir vielleicht hier rüber kommen können. Jetzt geht's hier rüber. Haben wir schon das Ziel vor Augen.
Da müssen wir am Ende rein. Kommen wir wahrscheinlich jetzt sowieso noch nicht rüber. Und wenn, dann will ich es noch nicht. Hier gibt es ein kleines Rätsel. Natürlich schaffe ich das noch nicht, First Try. Da kommt gleich noch ein Ball raus. Na komm. Jetzt hier mal rum. Und hier gleich mal wieder rum. Hier, so, sehr gut. Haben wir doch First Try hingekriegt. Naja, fast First Try. Dann rollt der schöne Ball dort rein. Dann wird das aktiviert. Können wir hier durch. Geht es dann weiter voran. Wir sind der Helfball. Hier auf die Plattform, die sich bewegt. Und hier hoch. Gar keine Schwierigkeit. Ja, das Level ist allgemein relativ einfach. Kann man hinkriegen. Und auch wenn man hier runterfällt, kann man hier hoch. Es ist alles machbar. Machbar, Herr Nachbar. Das sind alles Schwierigkeitsstufe leicht. Ist hier wirklich. Ja, auch wenn man hier runterfällt. Ja, das bringt hier nicht sehr viel. Da könnte man von dort oben vielleicht ankommen, aber es tut ja auch nichts zur Sache, wenn man sich dran hängt. Ich wollte es gerade mal demonstrieren. Egal. Tut nichts zur Sache. Hier muss man den Ball werfen. Da kommt ein neuer. So, jetzt. Nein, jetzt nicht. Jetzt wurden wir zurückgeschleudert. Sekunde. Ich warte mal, bis er rüben ist. Jetzt vielleicht. Ah, fast. Hätten wir fast. Fast gehabt. Und jetzt. Knapp daneben ist auch vorbei. Da war. Ups. Ja. Runterwerf. Damit wir einen neuen kriegen. Das ist Gott dasselbe. Der spawnt ja immer wieder von neuem. Na komm. Knappe Sache. Muss man ein bisschen zielen. Ein bisschen Zielwasser trinken. So. Knapp daneben. Wenn das mal weit verfehlt. Ich warte vielleicht mal, bis er rüben ist und dass er dann rüberfährt. Von der anderen Seite aus. Wäre nicht schlecht. Das war weit verfehlt. So, na komm. Gut, damit verzögert sich das hier noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Haben wir es geschafft. Haben eingelocht. Hier geht's rüber. Alles sieht aus wie ein riesiger. Ah, ein riesiger Golfplatz. Den man vom Golfschläger runtergekickt. Wir selbst sind der Golfball und gehen durch die Löcher durch. Durch die Hindernisse. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder Golfball gekickt werden. Ups. Die Buggies. Strandbuggies. Gut, dann ich mal rüber. Ich glaube nicht, dass man den kicken kann, aber ich könnte es mal versuchen. Der muss, glaube ich, so schräg. Sonst könnte man da schon rüber. Nee, kann man nicht. Der ist nur Deko. Deko-Element. Wie kommt man da jetzt wieder hoch? So vielleicht. Durch die Mühle durch.
Okay, aufpassen, nicht runtergekickt zu werden. Ich kann doch Schumann vor Flat mittlerweile nach gefühlt Tausenden von Schumann vor Flats Parts, Hunderten von Maps, die wir gespielt haben. Kriege ich das doch auf die Reihe? Ist doch so ein leichter Parcours, kein Hindernis mehr für mich. Auch schwere Parcours kriege ich gebacken. Schwerere Parcours. Ganz schweren. Es gibt auch einige, die waren nicht mit dem 450, die ich nicht mit dem 450 gut gespielt habe. Weil zu schwer. Da gibt es so eine rote Map zum Beispiel. Und jetzt stürzt er hier ab. Dann kannst du noch gut so mit einem und so seltsam drehenden Plattform. Ist aber auch gelassen. Und du wisst noch das beige Level, dieses das ganze beige war. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Der XL-Pracht. Ja, das waren Zeiten. Human Fall Flat mit dem 4-5 Discord. Kann man sich noch nachgucken. Das ist wirklich empfehlenswert. Könnt ihr euch. Ist ja nicht weg. Könnt ist euch noch da. Gibt es eine ganze. Ist ja noch da. Könnt ihr euch die ganze Playlist noch angucken. Gibt es eine ganze Playlist mit vielen Parts Human Fall Flat. Ich in diesem Charakter immer. Die meiste Zeit ist der Charakter, den ich gerade spiele, mit dem Hut, einer Ritterrüstung. Ein selbst erstellter, selbst gemalter Charakter. Jetzt müssen wir hier hochkommen. Der Weg, den ich da gefunden habe, nachdem ich lange gegrübelt habe, ist einfach der hier mit dem Hochklettern. Muss man ein bisschen. Und hops. Muss man hier ein bisschen, ja, da kann man noch höher springen, aber muss man hier ein bisschen hangeln. Zack. Das Klettern hier, das ist ja hoch. Ist auch hier eine Profi-Sache, das hinzukriegen. Habe ich anfangs nicht so gut hingekriegt. Musste im ersten Modi beibringen. Mittlerweile habe ich ja hier schon. Das ist wirklich bei Steam. Ich habe letztes Mal wieder nachgeguckt, das ist bei Steam mein meistgespieltes Spiel. So, also ich habe da wirklich die meisten Spielstunden in Human Fall Flat. Da gibt es wirklich kein anderes Spiel, was ich so lang gespielt habe. Ich habe ja auch privat einige Male Human Fall Flat gespielt. Also es ist nicht alles war auf Aufnahme. Ein paar Lobby-Levels habe ich auch privat gespielt und die waren halt nicht gut genug, um sie mal in den Parts zu bringen. So, da sind wir schon oben. Hier haben wir nochmal Golfplattformen. Schnappen wir uns nochmal einen Schläger. Na, halte ich mich am Dinges fest. Im Ständer. Hat Ständer gesagt. Dann dem Ding dort. Jetzt krieg ich den Golfstänger nicht mehr zu fassen. Egal. Wir können auch selbst die Kugel sein. Nehmen jetzt die Kugel. Roll, roll, roll. Noch mit dem Golfkart hier runter. Yahoo! Da wäre ein Wassergrund gewesen, wo wir reingefahren wären. Das war, glaube ich, so beabsichtigt. Ja. Hier einmal mit dem. Mit dem Strand-Kelly runter. Kelly, ich weiß nicht, ob man das Kelly nennt im Sport.
Golfsport. Strandbuggy, würde ich dazu sagen. Wir müssen mal versuchen, nicht runtergekickt zu werden. Ich glaube, die erste Plattform ist safe. Bei der zweiten müssen wir dann aufpassen. Erstmal runter hier. Und jetzt hoch. Na komm. Uha. Warten, bis er durch ist. Und hoch. So drüben sind wir. So schwer ist das nicht. Da kommt man relativ leicht vorbei. Hier haben wir noch so ein Quiz. Ein Quiz ist das nicht, so ein kleines Golferrätsel. Zack. Da kommt der Ball. Da muss er rein und dann muss er da hoch. Na, zu spät, glaube ich. Oh, genau richtig. Warte, oh, nein, auch nicht. Jetzt. Können wir es umdrehen dann. Sehr gut. Da rollt er rein, der Ball. Da aktiviert das dort. Das da unten ein Beilchen. Tada. Grün. Bisschen Deko. Golfschläger am Sand. Hier müssen wir hoch. Nee, woanders lang. Da ich das alles hier schon kenne, bin ich auch ein bisschen schneller unterwegs. Ist halt nicht blind. So hier auf dem Mühlensegel geht es hoch. Da müssen wir runter. Genau hier. Nicht um die Ecke, und da gibt es einen Golfschläger, wenn wir uns festhalten können. Golfschläger an Seil. Ups. Und den Buggy drauf. Nein! Runtergefallen. Da gab es einen Safe Point. Jetzt müssen wir den Golfschläger wieder kriegen, der so gut baumelt. Dauert wirklich nicht zu lange, denn die Map, die kriegt man eigentlich relativ schnell. Wenn man es weiß, wie es geht, sowieso noch schneller. Aber es ist, sind sie gleich am Ende. Das ist, so lange dauert die nicht. Nicht so lange wie die anderen zwei extra Maps. Glaube, das Thermallevel, das war ja, das war ein bisschen lang. Das war. Das Factory Level, das hat halt mit den, musst halt vier Quests an den, die drei waren es. Dann musst halt diese Zahnräder besorgen und die pressen und dann so weiter. Musst halt den Hebel erstmal zusammenbasteln, bevor es weitergehen kann. Das kennen wir, glaube ich, aus dem Thermallevel, dieses Schleudern, dieses Hoch. Katapultieren. Hier nochmal eine Deko. Jetzt wird's spaßig. Notausgang. Ich gehe mal ins Blaue rein. Jetzt gehen wir in den Golfball rein. Juhu. Jetzt wird hier runtergerollt. Wir sind der Golfball. Wir sind im Golfball. Ab ins Loch. Hole in one. Level geschafft, Map geschafft. So sieht's aus. Na dann, das war ja wohl ein Hole in One. Du mich noch oben sich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Video auf meinem Kanal. Und irgendwann mal wieder, wenn halt neues. Wenn neuer Extra Dream erscheint, ja, dann können wir das, wenn hier noch was Fehlers erscheint, dann können wir das nochmal spielen. Factory habe ich noch nicht gespielt als Extra Dreamer, das haben wir damals, wie gesagt, als Workshop, als noch im Workshop war gespielt. Jetzt habe ich das auch gespielt. Factory habe ich mal im Stream, Thermal, habe ich mal im Spiel, im Stream gespielt. Haben wir jetzt alles, haben wir jetzt erstmal das Wichtigste durch. Das Extra Dream jetzt auch nochmal hier gemacht. Gut, das habt ihr alles hier schon gesehen, haben wir alles schon zu Genüge.
Und Jung und Fofnet durchgespielt. Na dann, man sieht sich in einem anderen Videofilmkanal wieder. Oder irgendwann in 2 Jahren. Oder in einem Jahr, irgendwann mal zu dem nächsten, wenn die nächste extra Map rauskommt. Mal schauen. Bis dahin, haut rein, habt einen angenehmen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao.